Da bin ich mal wieder, ja, heute mit einer ganz merkwürdigen Perspektive, auch so ein bisschen eingeschränkt hier vom Ausschnitt. Ja, ich habe es so eingestellt, ich wollte alles mal so ein bisschen enger haben, ein bisschen kompakter. Ich bin hier gerade dabei und muss Plätzchen fertig machen. Das sieht man jetzt nicht so gut. Wer die GoPros kennt, weiß, es gibt keinen Makrobereich, man kann nicht fokussieren, aber einigermaßen, ja, und ich möchte hier, ich habe das, ich weiß nicht, ob man das hört, ich habe so ganz leicht den Abzug laufen und ich hoffe, man hört mich allgemein ganz gut. Oder ganz okay. Ja, ich habe den Abzug laufen, weil ich habe hier Schokolade geschmolzen. Apropos, da müssen wir ganz kurz gucken. Und möchte jetzt halt noch so ein bisschen Schokolade ranbringen. Und dann kommen da noch Kokosraspeln noch drauf. Und ich muss ein Paket fertig machen für meine Oma. Ja, eine Oma habe ich noch. Und früher hat sie diese Kekse gemacht. Das ist ja so ein ganz einfacher Mürbeteig. Und dazwischen ist Marmelade. Heutzutage kann sie die nicht mehr machen selber. Und jetzt schicke ich halt welche. Ich finde es ganz interessant, weil ich weiß nicht genau, was da passiert. Das ist immer so am Rande. Ich habe ja hier, Entschuldigung, ich habe ja hier Marmelade dazwischen, wie ich gerade, glaube ich, schon erwähnt hatte. Und das Interessante ist, wenn du das über Nacht dann stehen lässt oder zumindest ein paar Stunden, am Anfang ist ja die Marmelade eigentlich viel zu flüssig, ne? Ist jetzt kein Gelee, sondern es ist ja eine normale Marmelade. Und irgendwas passiert dann, sodass die Marmelade so ein bisschen fester wird und nicht mehr so flüssig ist. Und die Dinger halten sich auch echt lange. Man kann die dann einfach so einpacken. Kannst du jederzeit essen. Perfekt. Hier ist auch so ein bisschen Puderzucker drauf. Sieht man jetzt echt schlecht. Ja, ein bisschen zu hell. Naja, ich werde jetzt mal ganz kurz hier eintauchen. Versuchen, das so ein bisschen nebenbei zu machen, weil ja, ich muss das erledigen. Das ist mir schon wichtig und außerdem, um genau zu sein, heute ist schon Mittwoch. Jeder weiß, Sonntag ist Weihnachten. Und ich bin eh schon zu spät dran. Naja, hoffentlich klappt es noch. DHL, ich weiß, ihr habt viel zu tun, aber wird schon noch hinhauen. Ja, das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich das Video mache. Ich wollte im Endeffekt zwei kleine Weihnachtsgeschichten erzählen. Die eine nicht so toll, die andere umso positiver. Die andere habe ich auch schon mal ein paar Mal erzählt auf diesem Channel. Immer wieder zur Weihnachtszeit, logischerweise. Aber ich erinnere mich immer wieder gerne daran. Es war so ein cooler Moment. Und deswegen werde ich das jetzt nochmal erzählen. Ich weiß auch, dass jetzt so ein paar Leute neu dabei sind. Ich glaube, ich gehe da nochmal separat drauf ein. Übers Wochenende ist das Video mit den 50 Euro, diese Geschichte, im Verhältnis, ne, in meinem Verhältnis, ist das Ding explodiert. Und ich habe damit natürlich auch wieder nicht gerechnet. Und das ist so eine Thematik, glaube, da gehe ich nochmal separat drauf ein. Allgemein hatte ich eigentlich ein ganz anderes Video noch vor, jetzt auch zur Weihnachtszeit hin. Und ich werde das wahrscheinlich noch aufnehmen. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Und mich dann auch nochmal separat melden. Für die, die auch Weihnachten feiern. Ich weiß, dass nicht jeder Weihnachten feiert. Und das ist auch noch ein Part aus dieser anderen positiven Weihnachtsgeschichte, die ich dann auch noch kurz erzählen möchte. Und die andere ist einfach nur die: Ich wünschte, es wäre anders gewesen, aber man kann sich das nicht aussuchen. Und ich hatte ja letztens das Video gemacht, wo ich mal das erste Mal über meinen Vater so ein bisschen gesprochen hatte. Und ich möchte jetzt nicht ständig diese Thematik bedienen, ja, auf gar keinen Fall. Aber ich habe auch eigentlich alles gesagt, habe ich auch schon mal erzählt. Nur in dem Zusammenhang ist mir das jetzt vorhin wieder eingefallen. Ich war 16 Jahre alt, da ist er ausgezogen, finally. Nach dem ganzen Hickhack und muss echt sagen, ich selber bin noch kein Vater, wäre es gerne und so weiter und so fort. Muss aber echt sagen, jetzt, wo ich natürlich auch älter bin, gewisse Dinge, die hängen immer nach. Also die kann man versuchen einfach zu verdrängen, die kannst du versuchen zu vergessen, aber wenn die in der Kindheit passiert sind, dann gehen die nicht weg. Egal was es ist, viele kennen das, viele haben Scheiße durchgemacht. Und muss ganz ehrlich sagen, gerade bei Weihnachten, es soll eigentlich eine schöne Zeit sein. Es geht nicht unbedingt um materialistische Dinge oder schenken, schenken, schenken. Ich denke, der Grundsatz hört sich so cheesy an, aber der Grundsatz sollte wirklich sein,
dass man gerne Zeit mit seiner Familie verbringt, mit dem, den man halt hat. Manche haben nur eine Person, manche haben gar keine. Manche haben 20, 50, 100. Wie auch sei, auf jeden Fall sollte das ja eigentlich der Gedanke sein. Und ja, gerade da auch damals die Zeit. Mein Vater hatte da häufig keinen Bock drauf. Mal so zu sagen. Ich habe erzählt, busy, 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 Businessman und. Und naja, leider auch, ne? Freundinnen gehabt und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das eigentlich jetzt aus der Retro-Perspektive scheiße, wie der das gehandelt hat damals. Denn klar, der musste dann so einen Spagat finden. Und aber das Problem war halt gewesen, dass man natürlich ganz klar gespürt hat, dass er gar keine Lust darauf hat. Also es war halt dann immer so, meine Mutter hat sich immer saumäßig Mühe gegeben. Das muss noch in der Zeit gewesen sein, als noch nicht alles ganz klar war und so weiter. Und es war auch super toll. Und schönes Essen und alles schön hergerichtet und hin und her und machen und tun und Geschenke und so, ne, alles was dazugehört. Und dann hast du jemanden, der unzufrieden am Tisch sitzt. Und man kennt ja das Gefühl, wenn jemand, oder wenn Spannungen in der Luft liegen, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, Spannungen liegen in der Luft, innere Unruhe, mit der ich ja immer zu kämpfen habe auch, das ist eine andere Thematik. Das sind so Überbleibsel, das ist in mir so programmiert, ich stehe eigentlich immer unter Strom und innere Unruhe, Ungewissheit, durch schlechte Erfahrungen auch. Und du hast es damals auch gespürt dann am Tisch, auch wenn man es gar nicht richtig verstehen konnte, es war ja dann über Jahre häufig so, wo ich dann noch jünger war. Und das war natürlich nicht toll. Und du hast einfach gemerkt, ohne dass es ausgesprochen werden musste, dass diese Person gar nicht gerne da sitzt, gar nicht gerne da ist, wahrscheinlich am liebsten woanders wäre. Und es war halt dann immer so unschön, weil dann hat er sich das dann irgendwann nicht mehr zusammenreißen können und dann hat er dann auch mal die schlechte Laune ausgelassen, hat dann sozusagen die ganze Szene vermiest. Und indem er dann halt vielleicht gesagt hat, Mensch, das Essen war jetzt nicht so toll oder halt ständig man hat einfach diese Spannung gespürt, diese Unzufriedenheit von dieser Person überhaupt hier teilnehmen zu müssen, obwohl das ja eigentlich so eine schöne Sache war, ne? Und als Kind, man das ja auch schon letztens erklärt, man versteht nicht immer alles, man denkt, alles wäre gut, ne? Und dann siehst du aber trotzdem, dass irgendwie irgendwas stimmt doch da nicht. Aber wie soll man das jetzt einordnen? Man wusste ja noch nicht alles. Und hat dann häufig auch dafür gesorgt, dass natürlich dann meine Mutter da nicht so gut drauf war dann, ne, und emotional wurde und so. Also ich fand das nicht toll, logischerweise. Und diese Situation war dann eigentlich immer vorprogrammiert. Und das muss echt nicht sein. Also, ich sag ganz ehrlich, man, wenn man merkt, okay, man kann mit einer Person nicht mehr zusammenleben, man will woanders sein, hey, dann reiß doch früh genug zieh doch früh genug die Reißleine und sorg für klare Verhältnisse und sei dann halt, wo du sein willst, wenn es so viel wichtiger ist, ja. Aber versuch nicht diesen Spagat ewig zu machen und dann trotzdem noch irgendwie allen anderen das zu vermiesen. Man hat ja gar nichts gemacht. Man wollte ja einfach nur einen schönen Abend verbringen und sich gegenseitig was schenken und sich unterhalten, essen, trinken und einen Abend verbringen. Und ich habe ja am Anfang gesagt, als ich 16 war, ist er dann ausgezogen. Und das war ja, ich vermute mal, so zur Sommerzeit. Und da war dann dieses Jahr dann das erste Weihnachten, wo wir dann nur zu dritt waren. Und ich werde nie vergessen, das hört sich jetzt hart an, aber es ist halt so, was das auch für eine Vorfreude dann war und was das für ein anderes Gefühl war, als man dann plötzlich einfach nicht diesen negativen Part dabei hatte, sondern einfach einen schönen Abend verbringen konnte und alles soweit gut war und keiner reingebuttert hat, das stimmt nicht. Obwohl ja, und das hat ja auch nie wirklich gestimmt. Also es war wirklich immer das geilste Essen. Es war alles top, top, top. Das war einfach nur so reindrücken. Das war einfach nur so schlechte Laune verbreiten und dann auch so dieses Gefühl zu geben, nach dem Motto, ja, ich schenke dir die Sachen, aber auch da, wenn es um Geschenke ging, waren die Dinge dann da, das muss man sagen, aber auch da hatte man nie das Gefühl, dass es wirklich so von Herzen kommt, so von wegen, hey,
Es freut mich, dass ich dir das schenken kann und damit ist das Thema abgeschlossen. Das war dann so immer direkt mit anderen Dingen, Erwartungen verbunden, was ich immer überhaupt nicht toll finde. Ich habe das auch schon mal in anderen Zusammenhängen erzählt. Wenn ich Leuten was schenke, ich erwarte überhaupt nichts. Das ist nicht so von wegen, oh, schenk dir was und dann werden wir mal sehen, hoffentlich kommt da was bei rum oder dann weißt du ja Bescheid, ne? Da weißt du Bescheid, musst du dann, ne? Habe ich wieder was gut bei dir? Nee, wenn ich erwarte sowieso von niemandem was. Ich will, also, da ist jeder anders und so, aber mich freut das, wenn andere sich dann freuen und dann ist das doch gut. Wie dem auch sei. So, und das war dann schon ein großer Unterschied und das war echt so, da hat man sich erleichtert gefühlt. Man hat sich erleichtert gefühlt und es war wirklich dann toll. Ja, das ist halt leider so gelaufen und ich muss echt sagen, ey, man ist dann natürlich damals ist da keiner oder zumindest diese Person auch sich nicht darüber bewusst gewesen, wie das dann auch nachhängen kann, ne? Wie du dann auf Jahre auch Leuten das vermiesen kannst und so weiter und so fort und das muss ja echt nicht sein und da könnte man vielleicht früher schon einfach, ne, die Dinge klarstellen. Und das andere ist, jetzt bin ich hier, scheiße, ich muss mal auf die Schokolade achten, fuck. Ich habe es schon relativ leicht nur eingestellt, die brennt jetzt nicht an oder irgendwas. Man kennt das ja, ne? So ein Wasserbad und dann hast du oben die Schokolade drin. Und ganz leicht nur die Hitze. Ne? Ja, und eine andere Geschichte, das werde ich nie vergessen, fand ich immer wieder toll. Habe mich immer wieder gefreut, wenn ich drüber nachdenke, auch heute noch. Ich hatte ja damals, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, schon lange her, aber hatte ich ja Ewigkeiten auch in der Bibliothek gearbeitet, auch während meinem Studium dann und so. Und ich hatte ja x verschiedene Kunden, ne? Jung und alt, Stammkunden, bla bla bla. Und einer war dabei, der war so, denke ich, in meinem Alter und wir haben uns immer richtig cool verstanden, aber immer nur auf dieser Ladenebene. Das war so eine ganz interessante Bekanntschaft, also man hat sich einfach gut unterhalten, auch mal währenddessen, wenn es um Filme ging oder auch alle anderen möglichen Thematiken. Ja. Und ich muss jetzt den Hintergrund nennen, sonst versteht man es nicht. Der kam aus der Türkei und Hüseyin war sein Name. Ja, mega gut verstanden. Echt richtig cooler Typ. Und naja, es ist ja eigentlich häufig so, es sei denn, vielleicht auch nicht alle. Klar, und kann auch jeder machen, wie er will, manche sind da anders. Aber die meisten feiern ja, ne? Du feierst ja normalerweise dann auch kein Weihnachten. Ich hatte auch einen anderen Kollegen, der auch aus der Türkei kam. Die haben auch kein Weihnachten gefeiert. Das ist ja logisch, jede Kultur oder jeder, ist halt immer anders auch. Aber das Krasse war, und das war das Tolle so, ich hatte dann häufig auch die Schichten halt an Weihnachten, direkt an Weihnachten, zum Abend hin. Und hatte ich mal wieder so eine Schicht gehabt und ich hatte dann den schon länger nicht mehr gesehen, glaube ich. Und dann war das voll krass, weil ich stand da halt im Laden und es war halt so, vor allem abends, ne, klar, dann zum Winter hin ist ja früher schon dunkel. Und bei dem Laden war es so, wir hatten auch große Fensterfronten und man konnte dann von draußen natürlich gut reinsehen. Ich konnte von innen nichts mehr sehen, was draußen war. Und dann stand ich da so drin und dann ist der mit dem Auto, wenn der Laden hier ist, ist der außerhalb auf der Bundesstraße, ist der da vorbeigefahren und hat mich dabei irgendwie gesehen von drüben und ist dann umgedreht, obwohl der woanders hin wollte, ist angehalten. Und ich glaube, es war sogar kurz vor Ladenschluss. Ich weiß nicht, was ich mich dann ich konnte mich easy mit ihm dann unterhalten, weil schon kaum Leute da waren, wobei allgemein natürlich nicht viele Leute da waren, klar. Und kommt er so rein und ich so, hey, was machst du denn hier? Cool, lange nicht gesehen, hab mich echt gefreut, weil ich mochte den auch gerne. Man hat sich halt immer cool unterhalten und so. Und manchmal hat man sich auf der Straße auch gesehen in der Gegend und auch da mal gequatscht und hin und her. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall kommt er so rein und ich sag so, Mensch, was machst du denn hier? Und dann sagt er so, ja, ich habe dich gerade draußen gesehen und ich war eigentlich gerade auf dem Weg, weiß ich, vielleicht zu deiner Familie oder so. Und dachte aber, ich halte mal kurz an, denn heute ist ja Weihnachten und ich wollte dir einfach frohe Weihnachten wünschen. Ich wollte dir
schönen Abend wünschen und alles Gute soweit. Dann auch fürs neue Jahr. Und ich meine, ich habe an dem Tag wahrscheinlich allen Kunden irgendwie, ne? Frohe Weihnachten, schönen Tag, schönen Abend noch, gutes neues Jahr. Ne? Wobei wir haben ja dann noch in der Aufgabe und so, kam ja alles noch, aber auf jeden Fall frohe Weihnachten. Und ich war erstmal so ganz perplex, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich fand das schon krass. Ich muss sagen, es war einfach so eine nette, menschliche Geste von jemandem, der selber noch nicht mal Weihnachten feiert. Fand ich das total toll, dass der dann einfach da angehalten hat und reinkam und das machen wollte. Das fand ich super. Also das fand ich, ich war echt überrascht. Also ich fand das so cool. Ich fand das echt mega. Und das ist mir so, das habe ich so, ich habe natürlich ihm dann auch mich bei ihm bedankt und haben wir uns noch unterhalten, ne? Klar, und dann. Und deswegen denke ich auch, dass das kurz vor Ladenschluss war. Ich glaube, der ist dann so, es ist auch scheißegal. Es geht ja um diese Message. Und das fand ich super. Das fand ich, das hat mich echt mega gefreut. Das war eine tolle Aktion irgendwie. Also, dass der sich selber gedacht hat, hey, ich halte mal kurz an, um dem das zu wünschen, was häufig so eine Floskel ist, die man so sagt. Aber in dem Fall hat der sich das ja dann in dem Moment wirklich spontan vorgenommen, das einfach machen zu wollen, damit der andere sich freut, in dem Fall ich. Und das war eine menschliche Geste, die war echt toll, muss ich echt sagen. Und deswegen, das sind so Dinge, die habe ich da zum Beispiel auch in dieser Zeit von dieser Videothek, was man sich heutzutage nicht mehr vorstellen kann, erlebt. Also es gibt echt einige Geschichten, an die mich gerne zurückerinnere auch. Und auch Dinge, die nicht so toll waren, wie damals der Überfall. Ja, nicht mal sein. ja. Hey, wie gesagt, eine war nicht so toll, das andere war super. Und ich sag jetzt doch schon mal, auf jeden Fall die feiern frohe Weihnachten dann. Wobei ich denke, ich werde noch ein Video, mindestens eins davor noch machen. Da werde ich dann nochmal genauer drauf eingehen. Irgendwie schauen wir mal. Ja. Ich mache jetzt hier noch schnell weiter. Ich habe hier gar nicht viel geschafft, weil ich jetzt so viel wieder gequatscht hatte. Auf jeden Fall, ja, wie immer. Vielen Dank fürs Dabeibleiben. Gerne, wenn man möchte. Kommentar dalassen. Gerne Like dalassen. Also Daumen hoch, wenn man möchte. Und ja. Vielen Dank. Ich denke, weil ich überlege gerade noch so, wollte ich noch irgendwas sagen? Nee. Ja, das war es erstmal. Ach so, ja. Gucken wir nochmal ganz kurz. Es ist keine Perfektion, ja. Keine Perfektion, aber ich finde, letztendlich ist es auch, geht es darum, wie es schmeckt. Sieht man nicht gut. Ja, ein bisschen Schokolade, Marmelade drin, bisschen Kokosraspeln, ja. Vielen Dank. Bis dabei bleiben. MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.